So, dann machen wir mal ganz spritzig weiter in The Room 2, und zwar mit dem Kapitel Nummer 2. Gucken, was uns hier erwartet. Okay. Das wird natürlich Hammer. Muss mal gucken. Noch immer kein Zeichen und mein Geduldsfaden reißt so langsam. Frustriert bin ich bereits auf den Vormast geklettert. Die Tat eines Narren. Der Nebel ist so dicht, dass ich aus dem Mauskorb kaum das Deck sehen kann. Geschweige denn die Helena. Und dennoch habe ich das Waffendeck, die Kanonen bereit machen lassen. Die Männer müssen einsatzbereit. Denk mal, einsatzbereit sein. Oh, Alter, what the fuck? Ich hab erstmal keine Ahnung. Überhaupt nicht. Der Mauskopf des Modellschiffs hat etwas Merkwürdiges an sich. Der Mauskorb. Also ich habe überhaupt keine Ahnung von Schiffen. Mann, ich weiß gar nicht, was das ist, Alter. Aber was ist denn gemeint? Ist denn ein Mooskopf? Ich hab keine Ahnung, okay. Steuerrad, okay, das hätten wir schon mal gefunden. Ah. Okay. Alter, ich sag ja, Hammer. Ein kleiner goldener Schlüssel. Jetzt muss man halt gucken, jetzt wo passt der Schlüssel. Ja, ich denke mal, das ist Quatsch, das passt nicht. Könnte ja. Ah, guck mal an. Alter, ich sag ja, also heftig, Alter. Aber irgendwie kriegt man das dann doch immer raus. Irgendwie und. Ein merkwürdig geformter Schlüssel. Wieder ein Schlüssel. Ein Berg, ein Sumpf, ein Palast, ein Armenviertel. Warum nicht die Kajuten einer geschwind segelnden Galeere? Jeder schwindelerregende Schritt schleudert mich quer über den Globus, als wäre es ein schlichtes Huschen um die Ecke. Wirst du meinen Weg folgen oder dir einen neuen Weg bahnen? Gemessen an meinen eigenen Erfahrungen hast du gewiss schon so mancherlei erlebt.
Ich werde weiter Notizen hinterlassen und dies solltest du auch du tun, damit wir erkennen können, ob sich unsere Wege kreuzen. Aufregend ist dieser Ort für wahr, doch irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich auch nicht zu so sagen vermag, was ein Hauch irdischer Realität fehlt, bisweilen riecht es nach Kalk und Theaterschwinken. Der passt da überhaupt ja nicht dazu, ey. Was haben wir hier noch? Einen Schlüssel? Bäh. Als sich die Seite des Schiffs geöffnet hat, wurde eine Art Schieber freigelegt. Er muss irgendeinen Zweck dienen. Ah, hier haben wir was. Da tut sich im Moment gar nichts. Wo könnt ihr noch was sein? Hier ist ja. Das Quatsch, das funktioniert nicht. Als sich die Seite des Schiffs geöffnet hat, wurde eine Art Schieber freigelegt. Es muss irgendeinen Zweck dienen, ja, aber wo? Oh, hoppala. Na, was haben wir hier? Kann ich rein gar nichts machen. Weil hier oben war weiter gar nichts. Archive, aber wo? Ach, ey, ich bitte euch, ey. What the fuck, it fuck, Scheiße. Wachen sind wir nun bereits auf. Ne, 30 Wochen sind wir nun bereits auf See und dir und die ausbleibenden Schätze lassen die Besatzung unruhig werden. Obgleich ich es niemals zugeben würde, teile ich ihre Bedenken. Ihr Freibeuter steht viel auf dem Spiel und mein Geldgeber werden murren, wenn ich mit leeren Händen ankomme. Denn auf der Sant'Episodio gemachten Gefangenen zufolge müssten wir die Santa Helena in diesen Gewässern gleich hinter Neugranada finden. Tamba Handlanger waren es mit allen außer den Arbeitern auf dem Deck und vertraut. Außer den Arbeitern auf dem Deck und vertraut. Doch sie sprachen von einem an Bord befindlichen Artefakt großen Wertes. Ich nahm sie in meine Besatzung auf. Ach, diese scheiß Texte, Alter.
Was haben wir hier? Rätsel, Scheiße, ey. Denke mal, da muss der Schlüssel irgendwie. Passen. Ach, guck an, warte mal. Ah, wie ist denn das gemeint? Ah, Moment, warte mal, warte mal. Verdammt. Ey, du solltest mal rausgehen. Ein volles oben und zwei leere links. Da steht etwas auf einem Schild auf der Seite der Truhe. Es könnte Teil des Codes sein. Okay. Eine seltsame Röhre. Mann, für was ist denn das da? Nein! Ah, alles klar. Links. Okay. Verstehe ich nicht. Wie ist denn das gemeint? Oder müssen alle rechts dahin? Kann natürlich auch sein. Sollte mir die Kriege drüber. Genauer anschauen. Okay. Okay. Für was ist jetzt das? Schlüsselteil. Ah, verdammte Scheiße, warte mal. Müsste doch. Alles links ist, verstehe ich nicht. Das verstehe ich irgendwie nicht. Dieser Pfeiler hinten. Hinter der Truhe, er hat etwas Mögliches an sich.
Mann, ich werd bescheuert, Alter. Wenn das hier. Ein kleiner Schlüssel. Oh, schon wieder ein Schlüssel, ey. Vorne, da ist wieder auch so ein scheiß Kackcode, ey. Linksten voller, rechtsten voller. Ah, das hatte ich doch schon alles. Ach man, gehen wir da nicht auf den Sack. Ach man, ey. Was will denn der? Ach, Mann. Ja, weiß ich auch, dass es dann passt, verdammt. Oh, oh, oh. Na, so passt er ja nicht. Mann, wieso passt denn das nicht? Das ist doch richtig, Mann. Oben nicht voll, naja. Na, na endlich. War ja schwer, ey. Mann, Mann, Mann. Meine Fresse, ey. So, und das kommt jetzt darin. So. Boah, nicht mehr lesen, ey.
Es dauerte nicht lange, sie ausfindig zu machen. Wir führen 2 Meilen lang durch heftiger Strömung Norden, um ihren Vorsprung aufzuholen. Als wir dem Lande näher kommen, wanderten wir aus 2 Meilen gegen Westen, um ihr an der Küste den Weg abzuschneiden. Da von ihr keine Spur war, fuhren wir 3 Meilen Richtung Süden, um sie zu finden. Wir erblickten sie, doch ehe wir sie aufhalten konnten, durchquerten sie das Kap. Nun müssen wir der Diele harren. Scheiß Gelese, Alter, ey. Schön. Ach du Scheiße. Aha. Vielleicht so. Ah. Oh, nö. Selbst die Elemente haben sich gegen uns gewandt. Der Weg am Cut vorbei führte uns 4 Meilen gegen Westen und schon bald sahen wir ihre Masten 4 Meilen entfernt im Norden. Als uns hinter sie erblickte, fuhr sie 2 Meilen nach Westen in eine Nebelbank hinein. Angesichts ihrer schweren Ladung könnten wir sie mühelos überholen, soweit sich bloß dieser verfluchte Nebel liegt. So, eine Schlüssel hier. Na, ah, sag mal. Ah, geht noch nicht, okay. Was ist das für ein Me Mechanismus unter dem Tagebucheintrag? Er hat offenbar bewegliche Teile. Das geht noch nicht. Dann mal vielleicht so rum. Ach komm. Will denn der in der Mitte des Moment. Ah, sehr schön. Boah, ist das euer Ernst? Wo denn jetzt lang? Okay, bis dahin können wir.
Jo, sehr schön. Alter. Wir haben sie jetzt. Kurz vor Mittag legte sich der Nebel und das war sie 6 Meilen im Süden. Wir näherten uns ihr rasch und sie floh 2 Meilen weiter nach Osten zum Kap hin. Nun ist sie gerade einmal noch 1 Meile im Norden. Das Kap wird sie nicht mehr erreichen. Sehr schön. Jetzt frage ich mich, da haben wir was. Ja, komm, noch ein Stück. Ja. Na, nicht so weit. Sehr schön. Da lang. Kann ja nur so ein Weg sein hier. Ja, sag doch. Das war schon mal weit. Ach, scheiße. So. Eine bemalte Galionfigur. Denke mal, das hatte ich jetzt erledigt mit der Blinkes, oder? Kommt darauf. Na, da haben wir auch das krasse Rad. Dankeschön, das Steuerrad eines Modellschiffs. Na, bin ich mal gespannt. Und das hier unten, genau. Oh je. Weil hier oben habe ich gerade am Mast was gesehen, da genau. Rose. R, O, S, E. Ein Edelstein, sehr schön. Und der kommt bestimmt mit Sicherheit darin und dann wird er nach vorne schon. Leute, ich bitte euch, ey. Es liegt in der Natur, diese Welt sich selbst in immer komplexeren Zuständen zu verwirren. Wie die Spiralen in einem Strudel Muster und System zugleich. Es scheint, als wäre jeder Raum selbst ein weiterer Teil einer größeren Apparatur.
Du musst den Raum in Einklang bringen, um die Glyphe zu finden, und die Glyphe in Einklang bringen, um die Tür zu finden. Alles muss im Einklang sein, doch zu welchem Zweck? Bin ich der Entdecker, der Gefangene oder eine Ratte im Labyrinth? Würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen dann auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Bis dann.